Hallo, was machen Sachen? Heute gibt es den zweiten Teil meiner Tutorial-Reihe. Heute werde ich über Layer mit euch sprechen. Um genau zu sein, halt einfach um Layer an sich. Wie erstelle ich sie? Wie sind sie vorhanden? Wie arbeite ich mit Layern? Wie arbeite ich mit Layer-Masken, mit Clip-Masks, mit Special Effects? Und das werde ich euch heute zeigen. Wie schon gesagt am Anfang, ich werde selbst mit Photoshop arbeiten. Ich möchte euch halt eine Alternative anbieten. Das sind halt einmal GIMP und Krita. Mit beiden Programmen habe ich selbst, wie gesagt, schon gearbeitet. Die Sache ist halt die, in Photoshop habt ihr wesentlich mehr Optionen, mehr Auswahl und es funktioniert halt auch schneller. Aber man kann und sich ja nicht unbedingt direkt Photoshop leisten, möchte halt vorher ein bisschen ausprobieren. Deswegen zeige ich euch die beiden Programme. Wie gesagt, vom Aufbau her funktionieren sie so ähnlich. Auch die Layer sind ähnlich aufgebaut. Man kann halt Layer erstellen, sie in Gruppen einteilen. GIMP hat halt den Nachteil, man kann weder Clipping Masks noch Effekte so benutzen wie in Krita und in Photoshop. Man muss sie auf anderem Wege halt sich ein bisschen drumherum arbeiten. Das wollte ich halt nur dazu gesagt haben. So, und dann fangen wir am besten an. Ich öffne Photoshop und dann sind wir, wo wir aufgehört haben. Wir haben ein blankes Canvas. Und da soll ja irgendwas drauf. Da ich auch nicht weiß, wie das Wissen desjenigen ist, der es guckt, fange ich halt wirklich bei Null an. Und daher, es gibt Layer, die funktionieren folgenderweise. Wir haben in Photoshop hier unsere Layer, die sind hier in dem schönen Kasten einsortiert. Die können wir einfach hier hinzufügen. Falls ihr generell im Programm nicht wisst, was tut. Meistens hilft es einfach mal, die Maus drüber zu hovern. Oft wird einem schon gesagt, was es ist. Das Schöne, was ich an GIMP fand, war halt wirklich, es ist halt wirklich aufgebaut für komplette Anfänger. Es wird einem beim Maushover direkt gesagt, das ist das Tool, es tut dies und das. Wie gesagt, für komplette Anfänger ist GIMP halt gut. Es funktioniert super in Deutsch und es ist halt immer eine Erklärung bereit. Hier sind meist nur ganz kurze Sachen, dass man einfach weiß, das soll ein Ordner sein und sonst was. Krita ist auch in Deutsch, nur ist das mehr so ein gebrochenes Deutsch. Viele Sachen sind auch im Englischen. Und Photoshop funktioniert in vielen verschiedenen Sprachen. Ich bevorzuge die Englische, weil es halt ja, Industriestandard ist. Ich studiere ja Games Art und dort ist es halt gang und gäbe, dass halt alle Programme auf Englisch sind. Deswegen habe ich mir das angewöhnt, was jetzt auch nicht verkehrt ist. Englisch ist eine wichtige Sprache, das zu lernen macht Sinn. Generell, ich werde euch hier nur zeigen, wie die Sachen grob funktionieren. Ihr müsst am besten es selber ausprobieren. Das so lernt, finde ich, gerade im Grafik lernt man viel, viel besser, wenn man es selber ausprobiert, als wenn man jemanden zuschaut, wie er hier irgendwelche Knöpfe drückt. So hat man einfach eine bessere Reaktion, so hat man halt einen besseren Überblick, was jetzt wie funktioniert. Einfach mal ausprobieren, selber machen. Ihr könnt auch nebenbei jetzt mir zugucken und halt vielleicht auf dem zweiten Bildschirm was aufmachen, wenn ihr denn möchtet. Oder halt im Nachhinein einfach mal ausprobieren. Und wie gesagt, probiert die Sachen selber aus. Guckt mir nicht zu und sagt, was macht die denn da? Das funktioniert ja für mich ja gar nicht. Wie gesagt, probiert die Sachen selber aus, dass ihr auch selber seht, ihr benutzt dies und das mit dem und dem und das funktioniert so. So finde ich, ist es halt viel, viel besser zu lernen, weil man einfach eine direkte Reaktion auf das hat, was man anstellt. So, nur vorab, wir haben halt hier unsere verschiedenen Layer erstellt. Wir haben hier eine Gruppe. Ihr könnt auch diese ganzen Sachen hier frei hin und her verschieben. Wir können das alles in eine Gruppe packen. Jetzt ist das halt alles eine Gruppe, es gehört zusammen. Wir können auch die komplette Gruppe ein- und ausblenden. Bringt halt nichts, weil nichts drin ist. Jetzt zeige ich euch als allererstes einmal die Layer-Effekte oder ja, die Effekte. Weil die Ebeneneffekte heißen die, glaube ich, in Deutsch. Ich nehme mir eine Farbe. Ich nehme mir, na komm, ich mal mit dem Pinsel. 1A, schön. Ich habe hier einen Blöb. Dann gehe ich in den zweiten Layer, oben drüber. Und ich nehme mir mal ein helles Rot. Ich nehme mir mal ein helles Grün. Dann nehme ich mir was Dunkleres, hier dunkel lila.
Und was nehmen wir noch? Nehmen wir mal ja, so ein dreckiges Gelb. Hallo, würdest du? Okay, Verzögerung. Dann einfach mal schwarz und einfach mal weiß. So, jetzt habt ihr eine Variation, wo ihr besser sehen könnt, wie die Layer agieren. Dieser Layer ist jetzt für die Layer Effects, geht ihr einfach auf den Layer, auf den ihr den draufpacken wollt. Hier oben ist bei mir normal. Da gibt es jetzt verschiedene Optionen. Die machen verschiedene Sachen. By the way, ihr könnt in Photoshop mit der Hoch- und Runter-Taste auch durch die Layer switchen, sobald ihr auf dem Bild drauf seid. Wie gesagt, jeder Layer funktioniert anders da. Und hier auch wieder, Versuch macht klug. Guckt einfach mal, wie es für euch funktioniert. Was man auch direkt auf dem Layer anpassen kann, ist halt die Opacity, die Transparenz, indem man hier den schönen Schieber hin und her macht. Einfach wie transparent ist dieser Layer. Geht auch hier mit Fill, da geht es einfach nur direkt, wie viel Farbe. Die sind ein bisschen unterschiedlich, obwohl sie ähnlich funktionieren. Wie gesagt, meistens arbeitet ihr mit Opacity, Fill braucht ihr für die Sachen weniger. Die sind nur für speziell für manche Layer wichtiger. Da müsst ihr einfach mal ausprobieren. Jetzt zeige ich einfach mal eine Anwendungsmöglichkeit, wie ihr jetzt diese Layer ganz grob benutzen könnt. Auch wichtig zu wissen, die Layer-Effekte sind nicht nur für Layer. Wenn ihr mehrere Sachen in einer Gruppe habt, die zusammengehören, auf die alle der gleiche Effekt soll, ihr könnt den Layer, also ihr könnt den Effekt hier auch direkt auf den Layer draufpacken. Der agiert dann für alles, was in dem Ordner ist. Jetzt zeige ich euch halt eine praktische Anwendungsweise, wie man dies denn nutzen könnte. Hallo, würdest du bitte? Dafür füge ich jetzt einfach meine Szene ein. Ich habe hier so eine Landschaft rausgesucht. Hier, hübsche Berge. Dann mache ich einen neuen Layer und benutze jetzt hier einen Gradient. Ich werde auch mal... Wie gesagt, da ich nicht weiß, wie bewandert ihr alle mit Photoshop seid, werde ich mal eine Umfrage oben in die Infobox, ich weiß es gar nicht, links oder rechts ist das gespiegelt bei mir, egal, in die Infobox oben werde ich mal eine Umfrage machen, ob ihr einen Tool-Guide mal haben wollt, was diese ganzen Knöpfe hier an der Seite alles so tun. Auch hier das UV-Layout an sich, ob ich das mal euch erklären soll oder nicht, werde ich jetzt dann oben mal einblenden. So, nein, die sind ein bisschen doof. Ich nehme jetzt einfach mal zwei Farben. Was ich hier? Ich nehme mal schon rosa und ein bisschen lila. Na, vielleicht was. Nein, nicht ganz so dunkel. Ja. Bisschen mehr ins Rot hinein. So, egal. Ist ja eh nur zur Demonstration. Zack, Banks. Big. Dann gehe ich hier in verschiedene Layer-Effekte und suche mir was Schönes aus. Wie sieht es, ist halt sehr krass unterschiedlich, was die Sachen tun. Aber so ein Overlay sieht doch eigentlich für diese Sache doch recht nice aus. Einmal mit, einmal ohne. So kann man halt schöne atmosphärische Sachen, die auch ein bisschen spannender sind oder halt, wo man einem die Farbe nicht gefällt, nutzen. Das waren jetzt einmal die normalen Layer Masks. Das waren jetzt einmal die normalen Effekte, die man nutzen kann. Wie gesagt, die funktionieren in GIMP, die funktionieren in Krita und in Photoshop. So, machen wir alles wieder weg. Jetzt kommen wir zu den normalen Masken. Da hätte ich eigentlich mein Bild lassen können. Nehmen wir mal ein anderes. Dazu füge ich jetzt erstmal ein Bild ein. Ja, ich nehme mir mein OC Livia. Wir haben wieder eine Grafik eingefügt. Einfach per Drag und Drop reinziehen. Sollte ich vielleicht vorher mal sagen. In einem späteren Tutorial werde ich auch mal darauf eingehen, wie man mit Grafiken generell arbeitet, die man einfügt. Jetzt geht es erstmal wirklich nur um die Layer.
Wir wollen eine Maske machen. Eine Maske ist halt dieser schöne Button. Da legen wir eine Maske auf den Layer, den wir ausgewählt haben. Plöpp ist eine... So, jetzt ist neben unserer Ebenen eine zweite aufgegangen. Wichtig hierbei, Masken arbeiten in einem Grayscale, sprich, die arbeiten mit Weiß, Grau und Schwarz. Weiß ist sichtbar, Schwarz ist nicht sichtbar und Grau ist so dazwischen. Farben bringen hier so gar nichts. Wie gesagt, Photoshop lässt es nicht einmal mehr zu und zeigt keinerlei Farben an. Sache ist jetzt die, wichtig halt später fürs non-destruktive Arbeiten, wenn man Sachen halt bearbeiten möchte, ohne sie zu zerstören. Man könnte natürlich Sachen, irgendwas, was man halt nicht mehr haben will, einfach ausschneiden. Aber mit einer Maske können wir einfach zack, was weg. Oben haben wir zu viel weg, zack, wieder hin. Wie gesagt, weiß sichtbar, schwarz ist nicht sichtbar. Weiß kommt dazu, schwarz geht's wieder weg. Und bei Grau hat man halt so eine Transparenz, da ist halt nur ein bisschen sichtbar, je nachdem wie viel Grau drin ist. Ist halt je nachdem entsprechend sichtbar. Auch hier funktionieren Gradient. Das zeigt. Hallo. Ja, mal Pinsel größer. So. Auch hier funktionieren Gradient, wo man dann sagt, okay, ich möchte jetzt halt die Grafik irgendwo einbinden. Hier ist nicht sichtbar und hier wird es immer sichtbarer. Kann man für Effekte benutzen, je nachdem, was man halt erreichen möchte. Das sind jetzt im Groben die Masken. Kommen jetzt zu der Schnittmaske. Ist nochmal eine spezielle Variante der Maske, die es im GIMP nicht gibt. Oder zu der Zeit nicht gab. Ich weiß nicht, ob es bis dahin gepatcht würde. Ich möchte auch nichts Falsches sagen. Kann ja sein, dass irgendwas hinzugefügt würde. Nachdem ich es letzte Mal genutzt habe. Das ist halt auch schon ein paar Jährchen her. So, ich erstelle mir kurz... Nein, ist jetzt gut. Ich erstelle mir hier ein... Hallo, ich möchte ein Viereck haben. Dankeschön. So, ich habe mir hier ein Viereck erstellt. So, ich möchte aus irgendeinem Grund, dass halt alles, was ich mache, nur in diesem Viereck passiert. Ich habe aber keine Lust, alles nochmal genau auszuschneiden, weil es ist halt immer ein bisschen doof, bis man die Kante so richtig hat. Ist immer ein bisschen hin und her gefriemelt. Kann man Folgendes machen. Man geht halt einmal Rechtsklick drauf, Create Clipping Masks, geht runter. Photoshop hat auch einen Shortkey. Einfach Alt drücken und zwischen die Layer machen. Also zwischen die Layer drücken. Dann hat man auch einen erstellt. Erkennt man halt an diesem schönen Pfeil. Was jetzt passiert? Der unterste Layer ist unsere Referenz. Alles, was jetzt oben drüber ist, mit diesem Pfeil, nimmt sich als Referenz das, als Canvas. Heißt ganz technisch gesehen, ich kann da nicht drüber malen. Ich kann auch da kein anderes Viereck drüber ziehen. Ja, wenn man das halt auch wirklich als Maske machen. Ich komme über den Rand meine Referenz nicht hinaus. Ich bleibe nur da drauf. Kann man für verschiedene Sachen nutzen. Was ich ganz gern mal mache, da wir auch hier bei YouTube sind, haben wir öfters mal was mit Schriften. Man hat irgendwo eine Schrift. Machen wir mal. Hallo. Hallo, hallo mit zwei L. So, da haben wir unser Hallo. Ich ziehe es mal ein bisschen größer. Das ist jetzt auch wieder so was ganz Gemeines, was man eigentlich nicht ausschneiden möchte. Ich möchte da aber irgendeine Textur drauf hauen. Also mache ich mir hier auch eine Clipping Mask und suche mir eine schöne Textur. Hallo, Dankeschön. Wie gesagt, wie man halt mit Texturen und so weiter umgeht, mache ich noch ein Video. Da geht es auch ein bisschen über Copyright. Das werde ich ganz kurz anschneiden, weil es halt auch ein wichtiges Thema dafür ist, wenn man halt fremdes Eigentum benutzt. Wie darf ich, was darf ich und wo kriege ich was her, das ich nutzen darf? So. Wir machen jetzt auf unsere Schrift. Machen wir... Hier, ich habe so schöne Bäckersteine. Nehmen wir die doch mal. Ihr seht, hier unten ist es nicht. Es ist ja schon eine Clipping Mask. Zack, ich ziehe es hoch. Mache es größer. Und jetzt habe ich hier so eine wunderschöne Backsteinwand als Schrift. 1A, oder? Wunderhübsch. So kann man dann halt sich
tolle Schriften zusammenbasteln, indem man halt jetzt nicht unbedingt Wackersteine nimmt. Obwohl, vielleicht findet sich auch irgendwas, wo Wackersteine gut aussehen. Kommt immer darauf an, wofür es genutzt wird. So kann man sich halt schnell und einfach Schriften hübsch machen. Ich mache nochmal die Wackersteine weg. Jetzt kommen wir nämlich zu den Special Effects. Die haben auch wieder nicht in GIMP. GIMP gibt es Patches, die kann man nachrüsten bei Special Effects. Ich weiß aber nicht, wie legit die sind, ob die jetzt von Drittanbietern erstellt werden, ob die jetzt wirklich original zu GIMP dazugehören oder nicht. Da müsst ihr am besten selber recherchieren. In Krita sind die selbstständig vorhanden und in Photoshop natürlich auch. Auch wieder hier, ich zeige euch nur grob, wie es geht, was sie so ungefähr machen. Es kommt halt wirklich gerade bei den Effekten sehr stark drauf an, was ihr machen möchtet. Dazu zeige ich euch einfach mal als Beispiel. Wir haben hier eine Schrift, die ist relativ filigran und ich haue hier einfach nochmal ein Bild rein. Warte mal. Hallo. Ich nehme hier immer das Hundilein. Und wir machen dann die Schrift ein bisschen anpassen. Machen wir hier auch die lila wie hier. So. Ich habe jetzt beides drin, um euch zu zeigen, wie unterschiedlich diese Layer-Effekte, um euch zu zeigen, wie unterschiedlich diese Effekte reagieren auf verschiedene Sachen. Dazu, ich will ja die Effekte auf beide Sachen gleichmäßig haben. Also packe ich das alles in den Layer, in den Ordner rein. Und setzt das alles auf den Ordner. Alles, was ihr auf die Layer setzen könnt, könnt ihr auch auf Ordner machen. Auch hier könnt diesen Ordner könnt ihr als Clipping Mask benutzen. Damit könnt man halt zack, den hier machen. Also wie gesagt, auch Ordner könnt ihr genauso benutzen wie Layer. Nur mal so gesagt. Deswegen, ich nutze den Ordner jetzt für die Special Effects. Da komme ich halt ganz einfach auf FX drücken. Man hat hier eine Schnellauswahl, wenn man genau weiß, was für einen man haben möchte. Wenn man das auch nicht weiß oder mehrere haben möchte, geht man in die Blending Options. Dann ploppt ein neues Fenster auf. Die erste Sache ist quasi, alles, was hier ist, haben wir hier auch irgendwo verteilt. Den müssen wir jetzt nicht unbedingt angucken. Dann haben wir hier halt Emboss und Bevel. Das ist halt was hinein oder hinaus drücken. Man sieht auch hier schon, ja, was es tut. Ist auch mal schön, packt das an die Seite und könnt es halt, wenn ihr die Beerview anhabt, wenn nicht, dann halt nicht. Wenn ihr die anhabt, seht ihr halt direkt, wie es interagiert mit eurem Bild. Und auch hier habt ihr wieder die verschiedensten Varianten und Optionen, je nachdem, was ihr erreichen möchtet. Okay, der Stroke Emboss funktioniert damit nicht. Könnt ihr halt alles Mögliche selbst einstellen, je nachdem, was ihr braucht. Wichtig ist auch, diesen Winkel, den Angle, den ihr einstellt, der zieht sich auf alle Layer über, damit es einheitlich gleich ist, dass es glaubhaft ist. Ihr müsst da nicht selbst drauf achten. Die orientieren sich alle an dem Gleichen. Und je nachdem, was ihr halt benutzt, habt ihr mehrere Optionen, die ihr einstellen könnt. Kommt halt, wie gesagt, schon an diesem, sieht man auch schon, ihr reagiert auf den filigraneren Text anders wie auf das Bild. Machen wir den aus. Der nächste ist ein Stroke. Das ist einfach eine Linie, ein Strich. Auch die meisten haben halt wirklich diese Blending Modes, wie sie mit dem Hintergrund quasi agieren. Der gleich ist vom gleichen Prinzip her wie hier die Blending Modes an der Seite. Für unsere Layer kann man die auch einzeln nochmal auf die Effekte nutzen. Und auch hier auch wieder testen, was ihr braucht, wie ihr es haben wollt, wie es gut aussieht. Ein innerer Schatten. Und auch hier seht ihr, wir haben den gleichen Winkel, den wir hier eingestellt haben, auch hier. Aus irgendeinem Grund gibt es von Anfang an immer zwei Inner Shadows. Ihr könnt auch bei vielen Sachen einfach mehrere Sachen ineinander packen. Wir haben hier, sag ich mal, beim Stroke. Beim Plus haben wir noch einen Stroke. Dann können wir, was weiß ich, hier
Ah, einen roten dazu. Okay. Dann haben wir nach unserem Stroke noch einen Stroke. Ups, vielleicht nicht auf 1. So kann man halt auch ja, faszinierende Effekte erzielen. Machen wir denn jetzt blau? Okay. Zack, da kann man halt sich auch was total Fancyes zusammenbasteln. Sagt, je nachdem, was ihr braucht, was ihr wollt, könnt ihr hier halt verschiedene Sachen auch zigmal ineinander layern, bis ihr das erreicht habt, was ihr wollt. Beim inneren Shadow habt man halt auch wieder einen Engel oder einen Winkel. Es muss kein Schatten bleiben, man kann auch, indem man einfach sagt, okay, ich mache das jetzt auf Scene und ich mache das rosa. Habt ihr so ein leichtes Leuchten von der Seite? Dann haben wir den inneren Shadow, das ist dann halt entweder den inneren Glow. Aber das gleiche, wie gesagt, hier ist schon auf Multiply. Da geht es halt vom Rand oder vom Center aus. Und hier zeigt sich halt wirklich am deutlichsten, finde ich, wie stark es halt auf verschiedene Sachen reagiert. Unsere Schrift ist komplett benutzt und hier ist halt so eine verformte Vignette drumherum. Satur ist so ein ganz seltsamer Filter, den, ja, wie man sieht, der nimmt sich als Referenz hier so Punkte raus und haut da hell und dunkel rein. Mit dem finde ich es persönlich am schwierigsten zu arbeiten. Ist halt schön für Stoffe, ein bisschen eine Varianz reinzubringen, was halt bei Satur sinnvoll ist, dass man Satur für Stoffe benutzt. Ist ein bisschen Feingefühl. Hier haben wir halt einen simplen Color Overlay, wo man einfach ein bisschen Farbe drüber haut. Sagt, ich möchte das Bild jetzt halt doch in Blau haben, weil, keine Ahnung, Blau schön ist. Gleiche funktioniert halt auch mit einem Gradient. Wie wir vorhin mit den Bergen gemacht haben, gibt es halt auch als Effekt. Man kann halt ein Pattern, also ein Muster drüber legen, gibt es hier zig Sachen, die halt schon vorinstalliert sind. Man kann sich selber was runterladen. Hier nehmen wir ein bisschen Wasser. Ja, machen wir das auch mal weg. Dann haben wir noch das Outer Glow, also das Leuchten. Geht dann halt von unserer Kante nach außen aus. Da kann man halt auch alles Mögliche wieder einstellen, was man braucht. Und halt natürlich der bekannte Schlagschatten. Drop Shadow. So. Das sind jetzt alle Effekte. Bin ich jetzt mal grob durchgegangen. Wie ihr wahrscheinlich selber gesehen habt, die gleichen Effekte funktionieren auf die Sachen unterschiedlich. Es kommt auch immer darauf an, was ihr selbst erreichen möchte. Daher, probiert aus. Versucht immer alles aus. Wie gesagt, ich finde es persönlich so viel, viel besser zu lernen, indem man einfach mal testet und guckt, wie es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, weiß man, das funktioniert halt nicht so. Man macht was anderes, bis man was hat, was funktioniert. Das war es jetzt erstmal für die Layer. Wie gesagt, ich werde euch in der Infobeschreibung einfach mal eine Umfrage verlinken, was ihr jetzt nicht sehen möchtet, ob ich euch mal einen Toolguide machen soll für diese ganzen Sachen, die wir hier an der Seite haben, auch für die tollen Sachen, die wir hier an der Seite für Windows haben, für unser komplettes UI, also die Benutzeroberfläche, da sind viele Sachen, die sind nicht immer offen. Viele Sachen, die wissen auch viele gar nicht, dass sie vorhanden sind. Manche sind halt auch sinnvoll, manche halt weniger, je nachdem, was man halt so braucht. Tja, ich hoffe, ihr habt was gelernt und was Neues herausgefunden. Und ich hoffe, ich brauche nicht so lange fürs nächste Tutorial. Und ja, man sieht sich. Ciao!